Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin euch wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel The Walking Dead No Man's Land. Ich werde erstmal starten, ich habe es mir schon heruntergeladen und meinen alten Account gefunden. Geht bei den Gott sei Dank immer ganz schnell. Ist herunterladen, dann steht da, wollen Sie sich über Google Play anmelden? Mach ich ja und dann zack, bin ich drin. Da steht da, Sie haben einen vorhandenen Account. Blum, 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 blum. Und Sie können starten. Und jetzt bin ich hier. Trainieren wir mal ein paar Leute hier. Trainieren. Nein, damit trainieren. So. Kostenlos Aufruf, ich habe 10. Ich möchte lieber 15 haben. Also sparen wir mal ein bisschen. Ist ja schon wieder ein Zombie. Ich habe doch gerade schon alle abgeknallt, wo ich hier das Dingens gemacht habe. Naja, egal. Müll. Okay. 20 Sekunden. Ich habe heute vor, hier bei diesem Spiel die ganzen Tagesquests zu erledigen. Und die sind... Lass uns mal... Da oben auf dem Pokal war ich. Genau. Hier sind die Tagesquests. Eine habe ich von schon abgeschlossen. Ich musste diese Verbesserung abschließen, die ich angefangen habe. Und ja, fertig war sie. Obwohl ich gar nicht wusste, dass es schon eine Tagesquest war. Hier kommt diese dumme Werbung wieder. Tötebeißer, 35 Stück. Kein Problem, mache ich nebenbei. Gewinne Herausforderungsmission 5-mal. Okay. Schließe alle täglichen Aufgaben. Okay, ja. Kaufe in Handelshop ein. Da in den Handelshop. Dann gehen wir erstmal da rein. Der Shop, da ist... Hier ist Funkgerät, Überlebende... ich muss hier noch was reparieren oder nicht? Oder aufwerten. 6, 6. Hat einer was kleiner wie 6 an? Das kleinste 6, also verbessern wir den Revolver. Dauert eine Stunde 34 Minuten. Kein Problem. Werkstatt gemacht. Werkzeugstasche. Was ist da drin? Ach, das sind meine Werkzeuge. Granaten und so, was ich alles habe. Brauche ich jetzt noch nicht. Ein Gebäude? Ich kann ein Gebäude bauen. Eine Farm. Wow. Warte mal, da muss ich jetzt erstmal abbrechen. Okay. 20 Sekunden. Schauen, wo ist noch Müll? Ist das da oben auch Müll? Oder kann ich den einfach so... Nee. Ah, geht nur bis dahin. Okay. 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 Da ist noch Müll. Auch 20 Sekunden. Gott sei Dank, nicht allzu lang. Die Grube kann ich dann noch ausbauen, aber... So, dann haben wir die Farm fertig. Ich erstmal dahin. Das Lager. Das ist doof, wenn ich den einmal so anvisiere. Dann kann ich das Bild nicht mehr verschieben. Okay, kommt das Lager dahin. Kein Problem. Ich muss jetzt erstmal kurz gucken, wie ich jetzt hier alles hinbaue. Ich wollte ja mal so zwei Felder freilassen, so als Fußweg,
ist eigentlich, denke ich mal, egal wer. Aber egal. Machen wir da ein Feld zwischen. Zwei Felder, genau. Ach, schon wieder ein Zug. Weg ist er. Verbessern wir mal. 1 Minute 30, gut. Gebäude gebaut. Das war noch nicht das, was ich machen wollte. Ich wollte zum Shop gehen. Da ist der Shop. Hier ist ein kostenloses Paket dabei. Wo ist es? Wo ist es? Da. Oh. Das heißt, ich kann wieder ein bisschen länger spielen. Okay, das war's. Und hier ist noch ein kostenloses Paket. Oh, sogar mehr. Was ist hinter? Level 7. 2 Sterne. Ah, 2 Sterne ist nicht so das Wahre, sage ich jetzt mal. Aber immerhin. Oh. Ah, ich brauche die. Ich glaube, wenn ich mir einen Zombie kaufe, der kostet 5000. Schauen wir mal schnell nach. Zombie kaufen. Zombie kaufen. Das war der hier, ne? Genau. 5000. Zack, ein Zombie gekauft. Schon voller Anzahl und auch voller Anzahl. Super. Dann haben wir jetzt. Okay, Funk haben wir einen umsonst. Den nehmen wir mal jetzt. Aber ich nehme nur die Tickets. Draufdrücken. Ich nehme die Tickets. Ich brauche keinen 1-Sterne-Kämpfer. Dann haben wir jetzt das zweite abgeschlossen. Okay, 5 Missionen. Ich denke mal, wenn ich 5 Missionen mache, töte ich sowieso diese 35 Beißers. Daher. Also 5 Herausforderungsmissionen. Ist wichtig, was für Missionen das sind. Muss man immer genau schauen. Weil es gibt ja einmal die Story-Mission, dann gibt es die Sammelmission. Also Story ist hier, Kapitelmission, Story-Mission, Sammelmission. Und ich soll die Herausforderungsmission machen. 0 von 6. Also ich muss eigentlich 6 machen, um eine Kiste zu kriegen, aber ich brauche nur 5 für die Quest. Fangen wir mal an mit der ersten Mission. Oh, ich habe jetzt nur Nahkämpfer genommen. Naja, egal. Ich hoffe, es ist noch sehr leicht. Super, ich muss da hinlaufen mit der Hand auf so ein Fass draufhauen. Oh, okay, oder so. Das ist doch schon mal gut. Zack. Zack. Und der Tank, der stürmt nach vorne. Umkreist sich den ersten Zombie. Jetzt wird er angegriffen, kein Problem. Ist ja halt ein Tank, ne? Zombies kommen gleich, aber wie viel?
gleich 6 Stück. Ne, 2. Also die Runde war ja leicht. Abschließen. Weiter. Das war die erste Runde. Zweite. Ach, können ja erstmal. Ah ne, komm. Ich nehme einen Fernkämpfer mit. Henry lasse ich. Nee. Glenn lasse ich zu Hause. Ich nehme Abraham mit. Ach, ich nehme nur Fernkämpfer mit. Geht ein bisschen schneller. Oh, die drei kann ich nicht nehmen. Nahkämpfer, Nahkämpfer, Nahkämpfer. Oh, Daryl eigentlich möchte ich jetzt auch nicht nehmen, weil. Das war es nicht. Weil ich habe ja schon einen Anführer. Und weiter geht's. Gut, dann kann er alle aufräumen, sag ich jetzt mal. Zug 1. Ich glaube, der ist sauber. Zug 2. Erstmal weglaufen, damit der hier durchpasst. Okay. Soll ich die noch umbringen? Ah, ich brauche ja ein paar Zombies, deswegen. Okay. Eine perfekte Runde. Oh, das ist alles voll mit Bonuskisten. Es sind nur normale und die normalen Bonuskisten Level 2. Nee. Bei Gold. Dann will ich auf jeden Fall benutzen. Oh, gleich schon fertig. Die Zombies sind ja gleich schon alle down. Zumindest die, die ich brauche. Oh oh. Wow. Einmal so. Dann auch vor dahin und schießen einfach. Gewonnen. Aber einer fällt schon aus. Da ist eine goldene Karte. Die würde ich gerne mitnehmen. Kostenlos freischalten. Und da ist er auch. Ah, Essen. Ja, nicht schlecht. Ich brauche Essen. Gut. Das war die zweite Runde.
Die dritte Runde. Jetzt werden die Missionen auch schon schwerer. Ich bin jetzt schon Level 6. Und Sally kann trotzdem noch mit. Das ist nett. Nein, warum greift er den ab, mein Mann? Okay, passt perfekt. Super. Dann kommt jetzt die nächste Runde dran. Weiter. Quest abgeschlossen. Ich werde allerdings jetzt nur die beiden hier machen. Also eine Quest mehr. Was heißt eine Quest? Eine Herausforderung mehr, als ich muss. Jetzt fahren wir da drauf. Abraham rennt nach rechts. Versucht sie alles zu deuten, aber den einen kriegt er nicht dort. Den kann ich wahrscheinlich mit dem Gewehr kaputt schießen und mit der Bombe. Ein doppelter Treffer. Perfekt. Um in der Ecke, Runde beenden, falls da unter mich rauskommen. Boah, alle in einer Reihe. Okay, leider war da eine Wand zwischen. Und reinrennen und fertig. Shit. Dann mache ich jetzt die letzte Mission. Herausforderungsmission. Dann sind wir auch schon wieder fertig für heute. Kann ich schießen. Oder ich mach das so. War ja klar. Was soll's?
zwei Züge dauert das? Oh, doch so lang. Ich hoffe, hier kommen keine Zombies hin. Ah, komm, alle von unten. Ist doch wie ein Kindergeburtstag. Fangen wir jetzt aber hier mit an. Dann mit denen durch, mit denen rennen wir auch durch mit Abraham. Und jetzt sieht nur sie. Und ist auch drinnen. Also ich würde mal sagen, das war eine ganz schnelle Runde. Naja, ich glaube, das war die längste von allen. Ich weiß es nicht. Schwierigkeitsstufe 7. Kiste. Jawohl. Kiste. Jawohl. Noch was? Nein? Schade. Gut, dann hole ich meine Tagesquest ab und bin für heute auch schon wieder fertig. Schnell, oder? Das finde ich gut bei den Spielen, dass die Dailies nicht immer so lange dauern. So, wenn man will, kann man natürlich noch länger spielen. Ich habe auch noch 45 Dingens. Ich werde wahrscheinlich gleich auch noch ein bisschen spielen. Aber für euch, sage ich mal, war es das für heute. Dann verlasse ich das Spiel und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.